seid schon da. Ja, ich habe eben 7 Kilometer mit einem satten Sprint hingelegt und bin da an der Ecke noch mit einer... Ja, da läuft doch eine Süße. Hallo. Moin. So, die will gleich rauf. Sehr gut, fangen Sie ein. Oh, die ist sexy, ja, auf jeden Fall. Und dann habe ich mit der... Aber schüchtern ist sie auch ein bisschen. Ja, deswegen lasse ich mal laufen. Die ist noch nicht so fit wie ich. Und dann bin ich eine Radfahrerin, die kam dann hinter mir. Und dann habe ich einen Sprint hingelegt und dann gab sie Gas und dann wurde ich immer noch schneller. Hat sie mich immer noch nicht gekriegt, wurde ich immer noch schneller. Sie wurde schneller, bis auf 30 km/h oder so, 35, weiß nicht, war rasend schnell. Dann habe ich hier kurz nach der Ampel abgestoppt. Was sagt sie? Ja, das hätte ja ruhig noch schneller sein können, aber sie kam nicht hinterher. So, das ist jetzt das und jetzt springe ich ins Schwimmbad. Wir sehen uns gleich. Ah, oh, das ist so geil. Das war ein Sprint, ich sag dir. So, mach mal fest. Komm. Oh, schön. Ah, scheiß T-Shirt. Ich hab da jetzt nasses. Oh, das ist schön hier, ne? Ja, du bleibst draußen. Hier, kümmer mal dein bisschen deine Nase da. Oh, ist das schön. Das Handy. Oh ne, das ist alles nass hier. Das mache ich dann in der Hose. Die Eier noch. Oh, ist das schön. Mach den Biatoli oder wie der heißt. Oh, das ist schön. Erstmal gucken. Und dann springe ich einfach. Was liegt denn da auf dem Grund? Geh mal Platz gleich. Du bleibst da. Geh runter. Komm. Nicht, dass du mit reinspringst. Nee, du wirst nicht reinspringen. Du bleibst da. Ist das ein Blatt da oder was ist das? Oh, schön. Na gut, dann wollen wir mal, ne? Das ist immer eine Überwindung, Leute. Weil das, ich bin ja jetzt gerade aufgehitzt, ne? Da muss man immer ein bisschen abwarten. Aber ich bin so hart, ich mache es jetzt einfach. Du bleibst schön da. Komm, du bleibst da. Weil... Du bleibst da. Oh, ist das schön. Du bleibst. Hier, komm, mach's jetzt. Geh rein. Bleib. Herrlich, Lucky. Das war herrlich, ne? Fein. Du kriegst nachher noch mal was zu essen. Jetzt bettelst du nicht, ne? Mäuschen. Komm, geh mal ab jetzt hier vom Tisch. Ja, ich bin's, euer Sören Spezial. Heute sehr speziell. Spezial, weil ich bin wirklich 7 Kilometer gelaufen und dann noch diesen Sprint mit dieser Tante auf dem Fahrrad. Die hatte kurz geschorene Haare, also kurz so ein Bubikopf, ne? So Uschi-Glas damals so mäßig. Und dann wollte sie aufdrehen. Sie wollte wirklich aufdrehen und ich bin dann so wie der Usain Bolt da. Wie bei Olympia wirklich 30 km/h. Also ich glaube, dass die Frauen bei Olympia Schwierigkeiten gehabt hätten, mit mir mitzuhalten. Das glaube ich wirklich. Das war wirklich wahnsinnig schnell mit Lucky, weil der Hund zog auch noch. Und sie kam wirklich nicht hinterher. Es war wirklich ein eiskalter, wahnsinniger, schneller Sprint. Und den habe ich dann irgendwann abgebrochen. Aber die 7 Kilometer waren gut. Ich war auch noch schaukeln. Ich war schwimmen eben, wie ihr gesehen habt. Und jetzt geht's weiter im Studio hier. Ne? Jetzt wollen wir ein bisschen ranklotzen hier. Die Arbeit ruft. Und es gibt ja noch Kandidaten, die noch ein bisschen das belächeln, aber ich glaube, auch denen vergeht langsam das Lachen hier. So wie Kandidaten aus Köln. Ihr seid echt Witzkano, was ihr da macht. Naja gut, ihr seid nicht der Rede wert. Dann Kandidaten aus München oder irgendwie aus Berlin, Leute, die versuchen Musik zu machen. So wie, obwohl Sido finde ich gar nicht so schlecht. Der hat sich ja wirklich, der konnte gar nichts und hat dann auch scheiße Gold gemacht, ne?
war ja noch irgendwas. Jetzt nochmal zur Klavierszene. Da kommt der Chor, Leute. Modern Talking hat ja wirklich lange Zeit in der Nische gearbeitet. Die waren ja vorher noch gar nichts. Und auf einmal sind die hochgeschossen, weil irgendein DJ anfing oder die Plattenfirma das in den Clubs zu verbreiten, beziehungsweise im Radio zu dudeln. Und das ist genauso wie Josephine. Also ich denke mal, Josephine wird damals auf jeden Fall sofort auf Platz 1 gegangen. Sofort. Und heute geht's auch auf Platz 1, aber es dauert halt ein bisschen, weil die Leute sich wieder dran gewöhnen müssen. Das stimmt schon, also in die Gehirne oder in die Gehörgänge einzubrennen, das ist heute leichter, weil mit nach MySpace kam YouTube oder ich weiß nicht wann genau, aber YouTube kam dann irgendwann und also auf MySpace habe ich glaube ich immer noch irgendwo einen Account, wo ich seit 2 Jahren nicht drauf war oder seit 1,5 Jahren. Und weiß nicht, YouTube ist einfach das Medium jetzt schlechthin, wo man wirklich seinen Fans nahe sein kann. Und da habe ich im Moment sehr, sehr viel. Ich meine, ich habe auf der einen Parodie irgendwie sowas bei 500.000 Klicks. Das muss mir erstmal einer nachmachen. Und jetzt hier mit Josephine, mein Sören Spezial, das geht auch schon nach oben. Also ich werde demnächst irgendwann auch mal irgendwo, glaube ich, nach Dubai fliegen und meine Musik da vorstellen müssen da.